Okay, da muss ich jetzt definitiv die Truster ein bisschen drosseln. Und zwar machen wir mal hier die 1000. Schwupp, die Wupp. Schwupp, da Wupp. Das ist zwar immer noch... Alter. Mein Gott. Ey! Nicht da einfach hier abhauen. Sollen wir nicht... gewettet. Also damit er sich umdreht, muss ich schon mal eins diese Umdrehung vermeiden. Und das habe ich irgendwo in den Kommentaren gelesen. Da gibt es was Wunderbares dafür. Und zwar das Keep Upright Tool. Einfach das Prop anklicken, was ich nicht mehr umdrehen darf. Und selbst wenn ich es jetzt versuche umzudrehen, dann dreht sich es immer wieder richtig rum. Also, ideal. Bin ich noch am überlegen, wie ich das zum Schweben kriege. Vielleicht verpasse ich dem Ganzen einen Hoverball, den man nicht einstellen kann. Aber ich glaube, die Dinger hier da vorne sind erstmal wichtiger. Jetzt bräuchte ich hier noch nach vorne hin ein paar Truster. Truster, hier. Dasselbe sieht halt affig aus. Komm, wir nehmen dieses Turbinenwedel-Ding. Alter, ist das schäbig. Das ist der... Naja, egal. Vielleicht kann ich ja noch was retten. Und ich glaube, 1000 ist immer noch zu heftig. Zumal der Schub... Ja, super. Außer Betrieb. Zumal sich ja der Schub verdoppelt, weil ich ja zwei brauche. Das ist immer noch zu viel. So, so lassen wir das. Warum sieht das aus wie ein Pimmel? Ach ja, um noch mit einem Irrtum aufzuräumen, habe ich auch in den Kommentaren gelesen, man muss gar keine Kamera für die entfernte Perspektive platzieren. Man kann jetzt einfach ein Mausrad drehen. Okay, der Podracer, der raced schon mal nicht geradeaus. Woran liegt's? Man weiß es nicht. Brillante Idee. Unsichtbare Räder, damit das Ding schwebt. Dann spare ich mir den Hoverball und dann wird das Ganze vielleicht sogar ein bisschen stabiler. Also, wheel, wheel, wheel. Wheelie, wheelie. Lied ist zu langweilig. Das ist doch besser. Und ich finde die Wheels nicht. Das geht mir auf den Sack. Da. Okay, die brauchen keine... Möglichkeit, sich irgendwie zu bewegen. Ein einfaches Rad. Ja, nehmen wir halt die Kollegen hier. Machen hier ein. Und da ein. Und dort ein. Und das Ganze wiederholen wir hier. Plopp, plopp, plopp. Und jetzt machen wir die unsichtbar. Da ist es. Tschüss, tschüss, auf Wiedersehen. Wir kennen uns nicht. Sayonara. Test. Ja. Ja, doch. So langsam irgendwie stecke ich fest. Geht raus! Das ist jetzt ein Problem. Ja, die Dinger sind jetzt zu tief. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt auch Räder dran machen kann.
Kannst du mal versuchen? No! Nicht das Gewicht. Nicht Weight, sondern Real. Bin mal gespannt, ob die sich in den Thruster reinbangen. Wow, cool. Funktioniert. Wow, mächtiger Podracer. Wow. Yeah. Er ist so geil. Leute, das könnte was werden. Ich bin echauffiert, schockiert und erfreut zugleich. Jetzt müssen wir uns mal langsam mit dem Design beschäftigen. Ja. Mehr Intensität. No! What the fuck? Was hab ich? Wieso? Besteht der aus zwei Teilen, die ich dann umfärben kann? Wie habe ich denn das jetzt gemacht, dass die Hälfte unsichtbar wurde? Das kann mir keiner so sagen, ha? Huh? Okay, hier ist er gelb. Dann in der Mitte ist er... In der Mitte ist er blau. Aber nicht so ein sattes Blau. Nein. Einfach hier so dunkel und wenig Sättigung. Nee, ganz und gar nicht. Aber da doch, so langsam. Ja doch, das kommt hin. Und diese Turbinen sind grau, die lassen wir so. Oder wir machen die vielleicht mal ein bisschen dunkler. Boah, wie ist original? 1:1. Unglaublich. Das ist so overrealistic. Material, 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 Material. Ja, ich finde diese Minecraft-Materialien auch lustig, aber die sind jetzt nicht angebracht. Ja, doch. Nein, nicht. Na. No. Vielleicht kann ich die Turbine noch ein bisschen verbessern, wenn ich das Material ändere. Weil ich dann mehr Farbe drauf krieg. Aber das bietet sich jetzt nicht. Nein, das definitiv nicht. Es muss halt ein wenig Struktur erhalten bleiben. Milf! Ja, hier ist Struktur, aber die ist zu. Das ist zu dunkel. Ach, fick doch mal am Baum ein wenig rum. Das ist bis jetzt fast noch das Coolste. Das ist nix. Auch wenn es ein Fenster ist, muss ja keiner wissen. What the fuck? Grün, warum grün? Obwohl das geil aussieht. Das? Das sieht fast am authentischsten aus bis jetzt und ich will jetzt nicht... Oh, das nehmen wir, das ist es. Das ist es. Perfekt. Okay, den Sitz sehe ich jetzt gerade auf diesem Teil hier gar nicht. Im Original. Der braucht auf jeden Fall noch Flügel. Die muss ich jetzt natürlich nachträglich rangemachen und an diesen unsichtbaren Reifen vorbeibauen, was natürlich total intelligent ist. Ach, dämlich. Bin so dämlich manchmal. Aber der hat nach hinten hin noch so eine Wulst. Aber die kann ich in der kleinen Dimension gar nicht nachbauen. Sehe ich gerade. Kleine Wulst. Klein. Nein, das ist nicht klein. Das ist überhaupt nicht klein. Na komm, ein paar Details brauchen wir schon noch. Das ist doch noch kein Podracer. Außerdem fällt mir gerade auf, ich kann den ja noch gar nicht lenken. Muss ich erstmal so ein Material finden, was grau-blau. Bleib stehen.
Ich mache ihn jetzt einfach mal. Ja, genau. Eine Map. Und dann wählen wir mal diese Farbe aus, die ich eh wieder nicht finde. Ah, fick dich. Hey doch, das ist aber viel schöner und glaube ich auch näher am Original als die letzte. Und jetzt muss ich das Material dazu finden. Es sollte gestreift sein. Ach. Hurenrad. Ja, schön. Weg mit dir, Missgeburt. So, gestreift und blau-grau. Ja, ganz bestimmt. Ich glaube, da werde ich nicht nah rankommen. Ich glaube, da muss ich irgendwie sowas hier nehmen, so ein Kompromiss. Nein. Schnauze-Handy. Das? Auch nicht. Komm schon. Gestreiftes, perfektes Material. Zeig dich. I don't know. Da müssen wir das pauschal jetzt erstmal so... Was zum... What? Was? Was soll denn das? Ich will doch einfach nur so ein... Material. Das ist jetzt ein Aktenschrank, das geht gar nicht. Das ist der andere Teil vom Schrank. Boah, Leute, Wissenschaft ist anstrengend. So. Das passt jetzt. Jetzt ist mir nur noch ein Problem aufgefallen. Nämlich, wir können ja noch gar nicht lenken. Und wie mache ich das jetzt? Theoretisch wäre es ja am realistischsten, wenn der Arsch rumzieht. Also muss ich die Lenktruster hinten machen. Einmal links und einmal rechts. Der darf überhaupt keinen Effekt haben. Und machen wir mal noch schwächer. So, wenn ich jetzt nach links will, dann muss er so ran. Jawohl. Jetzt habe ich hier natürlich das Problem mit dem unsichtbaren Reifen. Was ist dazwischen? Ja, heb's halt auf. So. Und dasselbe andersrum. Ah, nein, nicht das Rad ändern. Achtung, erster Podracer-Test. Okay. Nein, what the fuck. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wo ich mit dem Teil dann rumfahren soll. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Aber die Truster an den Seiten steckt wieder fest. Sind noch ein bisschen schwach. Also pimpen wir die mal auf 300. Der rechte. Und ja. Ach ja, jetzt leckt mich am Arsch mit dem unsichtbaren Bastard-Reifen. Das kann doch nicht wahr sein. Hätte ich erst am Schluss unsichtbar machen sollen. Schwing! Ja doch, also... Jetzt stecken wir wieder irgendwo fest. Also... Irgendwie... Er geht schon, aber... Ich weiß nicht, aber ich glaube auch nicht, dass ich es noch besser hinkriegen werde. Sieht doch eigentlich ganz cool aus, aber da hinten ist halt noch ein bisschen wenig. Was könnte man da noch machen? So ein paar irgendwas, Details drauf klatschen oder so. Sowas zum Beispiel. Welt, wo bist du hin? Da oben bist du ja. Einmal da.
Nein, nicht am Rad. An diese unsichtbaren Reifen regen mich auf. Ah! So. Schick. Und krumm. Schön. Fick dich, Pott-Scheiß-Racer-Arsch.